Im letzten Jahr habe ich einen Antennenrouter gekauft, welchen ich auch in einem Unboxing vorgestellt habe. Über meine Erfahrungen in den ersten 6 Monaten berichte ich euch nach dem Intro. Viel Spaß! Wie ihr eventuell im Unboxing des Routers letztes Jahr gesehen habt, habe ich mich für den SPX02HR von der Firma Spit entschieden, samt 19 Zoll MD-02 Controller. Bevor ich den Router das erste Mal in Betrieb nehmen konnte, musste ich mir noch Strom, Steuerungskabel sowie ein 64 Volt Netzteil kaufen. Ich habe mich für ein 20 Ampere Netzteil entschieden, sowie flexibles Hanno 7 RNF Stromkabel und geschirmte Lab Unitronic Steuerleitung. Nachdem ich alles, wie in der Anleitung beschrieben, verkabelt hatte, funktionierte der Router wie zu erwarten beim ersten Anschalten ohne Probleme. Auch die PC-Verbindung per USB war nach ein paar Einstellungen am Controller sowie der Treiberinstallation auf meinem Notebook erfolgreich. Nach den ersten Tests ohne Antenne habe ich im Garten den Router samt Satzschüssel aufgebaut, um alle Funktionen zu testen. Warum ihr die Satzschüssel nicht so montieren solltet wie ich, das seht ihr noch später. Mit dem Testaufbau habe ich bereits nach einer kurzen Kalibrierung einige HPT-Bilder empfangen können. Nach einigen Tests mit Wettersatelliten kam der Router dann aufs Tausdach, wo dieser nach einer erneuten Kalibrierung auch wie erwartet funktionierte. Mit dem Router konnte ich bisher wirklich super HPT-Bilder empfangen, auch wenn es hier und da ein paar kleinere Probleme gab. Eines dieser Probleme zum Beispiel ist, dass der Router bei hohen Überflügen und dabei zu schneller Ansteuerung sich manchmal seine Azimut-Kalibrierung verstellt oder der Controller einen Sensor-Timeout bekommt. Beides wurde allerdings mit dem letzten Software-Update so gut wie behoben und mit eingeschaltetem Soft-Start ist das Problem komplett verschwunden. Ansonsten bin ich vor allem von den theoretisch unbegrenzten Rotationsachsen begeistert. Dadurch muss der Router nicht nach 360 Grad umkehren, sondern kann sich einfach weiterdrehen. So kann ich auch bei Überflügen über Norden den Satelliten weiter empfangen, ohne eine Lücke im Bild zu haben. Ich nutze hier im Moment ein Softlimit von plus minus 90 Grad, falls jemand die Einstellung interessiert. Nun kommen wir dazu, warum ihr die Satzschüssel nicht so montieren solltet wie ich. Anfang des Jahres hat sich nämlich der Elevationsarm eines Rotors durch die starken Stürme verbogen. Die starke Windlast samt der Hebelwirkung, die durch die Art meiner Antennenmontage entstanden ist, hat der Rotarm leider nicht standgehalten. Ich hätte nie gedacht, dass dieses aus Stahlblech gefertigte Teil so nachgibt, aber Winde mit über 120 km/h sind wohl zu viel gewesen. Aktuell steht der Router also leider ohne Antenne auf dem Dach. Einen neuen Arm habe ich aber bereits hier und auch die neue Halterung ist bereits von mir entworfen worden. Wenn alles klappt, sollte die Satzschüssel also bald wieder in Betrieb sein und tolle HPT-Bilder liefern, die ihr dann auf Twitter seht. Bin auf jeden Fall sehr zufrieden bisher mit dem Router und kann diesen weiterempfehlen. Gerade das Preis-Leistungs-Verhältnis ist im Gegensatz zu den anderen wenigen Rotoren auf dem Markt sehr gut. Dir hat das Video gefallen? Dann gib einen Daumen nach oben, schreib einen Kommentar und abonniere mich, damit du keine neuen Videos verpasst. Informationen zu geplanten Videos inklusive dem aktuellen Status sowie mein FAQ und weitere Beiträge findest du auf meiner Website unter tysonpower.de. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.